Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von KBS Regional TV. 10 Jahre sind mittlerweile vergangen, dass hier in Cottbus die Minijobzentrale angesiedelt wurde. Diesen runden Geburtstag ließ sich auch der brandenburgische Arbeitsminister Günter Baske nicht nehmen, einmal vor Ort vorbeizuschauen. Er sprach mit den Mitarbeitern und wir waren mit der Kamera dabei. Ja, wie gesagt, ich habe am 1.6.2003 angefangen und es war eine sehr schöne Zeit, eine aufregende Zeit und auch teilweise sehr anstrengende Zeit. Und insbesondere war es so, dass es für mich ein völlig neues Aufgabengebiet war. Und ich bin froh, dass ich jetzt da angekommen bin, wo ich bin. Und ich sag mal, die Voraussetzungen, die wir hier haben, ob es jetzt von der technischen Seite ist, unsere Arbeitsbedingungen am Arbeitsplatz und so, die muss man schon schätzen. Das muss man erst mal finden in Cottbus. Zuallererst sicherlich die Kollegen. Und dann haben wir auch sehr gute Arbeitsbedingungen, wenn Sie sich hier umschauen. Große offene Räume, helle Räume, höhenverstellbare Tische haben wir, ergonomische Stühle. Das sind schon sehr gute Bedingungen. Der brandenburgische Arbeits- und Sozialminister Günter Baske nutzte den runden Geburtstag der Minijobzentrale für einen Arbeitsbesuch am Standort Cottbus. Die Mitarbeiter der Minijobzentrale überwachen die Zahlungseingänge, bearbeiten Rückstandsfälle bis hin zu Insolvenzverfahren, ziehen die einheitliche Pauschsteuer ein und prüfen die Versicherungspflicht bzw. die Versicherungsfreiheit. Im Cottbuser Service Center der Behörde gehen täglich bis zu 20.000 Anrufe ein. Der Anteil der Frauen an den Beschäftigten in der Cottbuser Zentrale liegt bei 86%. Der Standort zählt zu den effizientesten Behörden in Deutschland. Doch welche Bilanz zieht der Vorstand der KBS nach 10 Jahren? Also mit der Arbeit und der Entwicklung sind wir hochgradig zufrieden. Das kann ich als alternierender Vorstandsvorsitzender der Knappschaft Bahnsee sehr deutlich sagen. Wir haben professionelle Arbeit, wir haben keine Klagen über das Center hier in Cottbus und wir spielen dem Staat viel, viel Geld ein in den letzten 10 Jahren, 55 Milliarden. Und das geht nur durch professionelle Arbeit. In den letzten 10 Jahren hat sich auch im Cottbuser Stadtbild einiges getan. So weichte ein Plattenbau dem neuen Dienstgebäude der KBS. Im Jahr 2008 war Spatenstich. Im Jahr 2010 konnte das neue Gebäude bezogen werden. Hier arbeiten jetzt insgesamt 934 Mitarbeiter. Der größte Teil gehört zur Minijobzentrale. Aber auch die Renten- und Krankenversicherung sind hier vertreten. Der Minister nutzte den Besuch auch für Gespräche mit den Mitarbeitern vor Ort. In einem abschließenden Pressegespräch erinnerte sich Arbeitsminister Günter Baske an die ersten Tage beim Aufbau der Minijobzentrale in Brandenburg. Das haben uns damals viele nicht geglaubt, dass wir das hier in Cottbus hinkriegen. Also von Knall auf Fall zum 1. April 2003 so eine Behörde aus dem Boden zu stampfen, die in der Lage ist, hier bundesweit als Servicestelle zu arbeiten, Leute aufzuklären, Zahlungen zu leisten, Zahlungen abzufordern und. Das war für viele No-Go. Und dass das gelungen ist, ich glaube, darauf kann Cottbus und darauf kann ganz Brandenburg stolz sein. Also hier so eine Behörde zu haben, die auch bundesweit sehr gut agieren kann und hoch angesehen ist. Die Knappschaft Bahnsee hat bis heute bewiesen, dass sie schnell auch neue Aufgaben übernehmen kann. Für Ulrich Frese kann es auch noch mehr sein. Er gab dem Minister ein Angebot mit auf den Weg. Wir können auch mehr. Wir sind bereit, weitere Aufgaben in diesem Themenfeld zu übernehmen. Das heißt, was Arbeitsvertragskontrolle angeht, um zu schauen, ob Urlaub, ob Lohnfortzahlung gewährt wird, etc. etc. Die Politik muss es nur entscheiden. Wir können es und wir werden das auch gerne tun. Und wir raten auch der Politik dazu. 800 Lausitzer haben durch die Ansiedlung 2003 in Cottbus eine neue berufliche Perspektive gefunden. Insgesamt arbeiten für die KBS in Cottbus rund 1.200 Mitarbeiter. Ja, liebe Zuschauer, es ist einiges passiert in den letzten 10 Jahren. Die Minijobzentrale hat sich erfolgreich entwickelt und sie ist auch bereit für neue Aufgaben, wie wir gehört haben. Was es sonst Neues auch für Sie gibt, das sehen Sie wie immer jetzt in unseren Kurzmeldungen. Übungsleiter und Ehrenamtspauschale wurde angehoben. Zur Stärkung des Ehrenamts wurden die Steuerfreibeträge durch den Gesetzgeber vom 21. März 2013 rückwirkend ab 1. Januar 2013 erhöht. Die Übungsleiterpauschale wurde von 2.100 Euro auf 2.400 Euro und die Ehrenamtspauschale von 500 Euro auf 720 Euro angehoben.
Diese Beträge sind pro Jahr in den entsprechenden Tätigkeiten steuerfrei nach dem Einkommensteuergesetz. Mehr Infos bietet die Internetseite www.minijobzentrale.de. Die Minijobzentrale ist also eine erfolgreiche Behörde, vor allem hier am Standort Cottbus. Doch die Minijobs an sich sind ja in der Bevölkerung nicht ganz unumstritten. Wir wollten auch von den Cottbusern mal wissen, was halten Sie von Minijobs? Haben Sie selbst schon mal in einem Minijob gearbeitet? Und glauben Sie, dass Minijobber Arbeitnehmer zweiter Klasse sind? Nee, genauso. Warum? Also, sehe ich keinen Unterschied. Bis auf das Finanzielle. Ja, weil sie keine Ausbildung bekommen und vielleicht das als Alternative erstmal nehmen und ein bisschen Geld reinzubekommen. Ja, so habe ich die Erfahrung zumindest gemacht. Wenn einer schon gut verdient und er will noch mehr, da habe ich nichts dagegen. Wenn aber gedrückt wird, dann bin ich generell dagegen. Wenn ich ganz ehrlich, wenn ich jetzt arbeitslos wäre und ich würde Hartz IV beziehen, dann würde ich das definitiv machen. Ich wäre mir nicht so schade dafür. Als normale Arbeitszeit finde ich es nicht gut. Für nebenbei, wenn noch jemand sich was zuverdienen möchte, wäre es okay. Ich habe mal gearbeitet im Minijob, ja. Ich hatte sehr, sehr großes Glück. Ja, aber naja, es ist eben halt immer bloß befristet sowas. Ne? Weil ich ein Kind habe, ist es immer nicht so einfach, dass man richtige Arbeit findet. Und dann habe ich erstmal einen Minijob gemacht. Bevor ich zu Hause sitze, habe ich, ja. Und aus dem Minijob ist was geworden? Was hier? Vollzeit, ja. Also ich glaube, das braucht halt, also es brauchen halt Gastronomiebetriebe zum Beispiel, ne? Oder kleine Betriebe. Aber ich finde, dass große Industrieunternehmen darauf wahrscheinlich nicht angewiesen sind. Arbeitgeber schätzen die Funktion der Minijobber. Sie sind oft auf flexible Arbeitskräfte angewiesen. Dadurch sind wir flexibel, weil wir von früh um 6:30 bis 18 Uhr unter der Woche, von Montag bis Freitag und am Wochenende von 9 bis 18 Uhr arbeiten. Und da ist es dann eben doch besser, wenn dann mal noch welche dabei sind, weil alleine schafft man es nicht. Das ist definitiv so. Arbeitnehmer, die einen Minijob ausüben, gelten nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz als Teilzeitbeschäftigte. Sabrina Schlosser von der Minijobzentrale klärt auf. Minijobber sind genauso zu behandeln wie auch alle anderen Arbeitnehmer. Ein Minijobber hat ein Recht auf bezahlten Erholungsurlaub. Es sind bestimmte Kündigungsfristen einzuhalten und der hat auch einen Anspruch auf Lohnverzahlung, wenn man mal krank wird. Geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer dürfen wegen der geringfügigen Beschäftigung nicht schlechter behandelt werden als vergleichbare vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer. Dies gilt im Arbeitsverhältnis für alle Maßnahmen des Arbeitgebers und Vereinbarungen, die zwischen dem Arbeitgeber und dem Minijobber getroffen wurden. Das heißt, wenn ich als Minijobber krank werde, habe ich das Recht, bis zu 6 Wochen meinen ganz normalen Lohn weitergezahlt zu bekommen. Also nach 6 Wochen Lohnverzahlung hat der Arbeitgeber seine Pflicht getan, diese Ersatzleistung zu stellen. Und danach hat man sich an seine eigene Krankenkasse zu wenden, ob man eventuell noch Krankengeld beziehen kann. Auch im Rahmen eines Minijobs hat jeder Arbeitnehmer Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. Faustformel ist, dass jeder Arbeitnehmer ein Anrecht hat auf 4 Wochen Erholungsurlaub, das dann dementsprechend zu berechnen ist. Also der Arbeitnehmer hat ein Recht, nach spätestens einem Monat der Beschäftigung einen Arbeitsvertrag ausgehändigt zu bekommen, in dem das auch geregelt sein muss. Die Kollegen der Minijobzentrale halten auch eine Vielzahl von wichtigen Infobroschüren vorrätig. Einerseits haben wir beispielsweise die Arbeitsrechtbroschüre. Da sind die ganzen Informationen auch nochmal genau aufgeschlüsselt. Beispielsweise, wie ich meinen eigenen Urlaubsanspruch berechnen kann. Ja, Sie haben es gehört. Sie haben dieselben Arbeitnehmerrechte wie ein normaler Beschäftigter. Wenn Sie das alles nochmal nachlesen wollen, kein Problem. Jederzeit unter www.minijobzentrale.de oder Sie fordern einfach eine Broschüre bei uns an. Unsere Sendezeit ist leider wieder vorbei. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bleiben Sie vor allem gesund.